Das Recruiting Mindset. Willkommen zu einer neuen Folge mit deinen Gastgebern Thorsten Plöser und Florian Grossart. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr nachhaltig und erfolgreich eure Mitarbeiter aufbauen könnt. Wir teilen Karrieregeschichten und Insider-Tipps von echten Experten, um euch zu inspirieren und euch wertvolle Einblicke in die Welt des Recruitings zu geben. Macht euch bereit für jede Menge neues Wissen und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Das Recruiting Mindset. Wir haben in der Vergangenheit, das ist gar nicht so lange her, 3-4 Wochen haben wir eine Umfrage gemacht mit Themen, die euch interessieren. Das meist geklickte Thema war, welche Skills brauche ich, um 50.000 Euro plus zu verdienen im Monat. Jetzt haben wir uns lange intern beratschlagt, ob wir es wirklich raushauen sollen, weil es ein sensibles Thema ist. Allerdings auch nur bei anderen, nicht bei uns. Von daher haben wir gesagt, pass auf, wir gehen das Thema einfach mal sehr straight an. Wir sprechen über Skills, die du brauchst, um 50.000 Euro plus zu verdienen. Warum können Flo oder ich über die Themen sprechen? Weil wir es schon gemacht haben. Wir haben im Moment den 29. August gerade. 2023. Den 29. August 2023. Das heißt, ich habe einfach mal, das wird Elvin euch einblenden, einfach mal einen Kontoauszug vom Juli, von letztem vollen Monat, wo ihr einen 6-stelligen Geldeingang seht, einfach das. Wir euch da nicht zu flexen wollen oder irgendwas, aber einfach in die Situation bringen, dass ihr wisst, wovon wir reden. Das blenden wir einfach mal ein. Absolut. Für alle Hater, jetzt ist Screenshot-Time, könnt ihr gerne durchs Internet schmieren oder ihr schickt uns mal euren 6-stelligen Umsatz. Ja, Thorsten, also klar, du sprichst jetzt gerade so ein bisschen, was heißt negativ, aber so, wir rechtfertigen uns gerade. Ich finde das einfach so ein Stück weit normal. Klar, polarisiert das, aber wir haben ja auch gesehen anhand von der Umfrage, die Leute wollen ja darüber reden. So, jetzt wollen wir uns auch nichts vormachen. Wir sind im Vertrieb, ja, Recruiting, Mindset und. So, das spielt eine große Rolle. So, jetzt, weil wir gesagt haben, okay, wir machen mal ein Thema oder eine Folge zu dem Thema Geld. Ich zitiere Daniel Fire: Ja, Geld ist nicht so wichtig, aber Geld kommt ganz kurz nach dem Thema, ich brauche Sauerstoff, um zum Leben. Ja, wenn Geld nicht wichtig ist, warum rennt dann jeder 8 Stunden am Tag rum und will welches verdienen, ne? Wenn es ja. So unwichtig ist. Also von daher, wir gehen den Weg einfach jetzt und sprechen über Skills. Flo, was? Ja, vielleicht fangen wir mal mit Zahlen an. Das ist ja so dein Thema. Vielleicht, ja, ich wollte gerade sagen, um die Leute auch noch mal so ein bisschen abzuholen. Man muss ja auch ganz klar so sagen, um mal so ein paar Statistiken aufzumachen, weil wir jetzt, die Folge heißt 50.000 Euro plus im Monat, dass das natürlich eine sehr spitze Zielgruppe ist, Thorsten. Das muss man ja, was heißt Zielgruppe? Ein sehr spitzes Klientel, sagen wir mal so. Mhm. Also wenige Leute, die das überhaupt, ich sag mal so, auf die Beine stellen können. So, weil in Deutschland ist es jedenfalls so, ich denke, dass es für Europa auch gilt, ja, ich glaube, nur 2% der Gesellschaft in Deutschland verdienen über 100.000 im Jahr und 0,2 über 200.000 im Jahr. Ja, so. Deswegen sage ich, das ist sehr spitz, aber warum, bleiben wir jetzt mal bei den Zahlen kurz, warum kriegen die das hin? Und warum kriegen Leute hin, wie du gerade sagst, 50.000 Euro plus im Monat zu verdienen? Das ist ja schon heftig, weil wir sind ja klar, ne, die Voraussetzungen, die jeder hat, jetzt könnten wir ins Detail gehen, aber jetzt machen wir es mal objektiv. Wir sind ja alle Menschen und wir bleiben jetzt bei Deutschland, wir leben alle in Deutschland. Wir wissen, okay, Sozialsystem und, hier muss keiner normalerweise unter einer Brücke schlafen. Ja, also relativ ähnliche Möglichkeiten. Und warum deswegen ja auch Skills, um 50.000 oder 50.000 plus zu verdienen, ja, was muss man da so ein Stück weit haben? Das war ja so ein bisschen deine Frage, ja, genau. Bevor wir gesagt haben, okay, wir machen nochmal ganz kurz die Statistik. Ja. Naja, also dazu gehören einige Punkte, ja. Auf jeden Fall brauchst du absolutes Durchhaltevermögen, egal in welcher Branche und egal was du machst. Hört sich jetzt so flach an, ja, Durchhaltevermögen und bla bla bla, aber ist halt so. Das haben ja auch viele Leute, die bei uns in der Folge jetzt auch schon waren, genauso bestätigt. Und wir hatten Leute, ja, ich will nicht wieder die Namen nennen, aber schaut euch mal die ganzen Folgen an, die sich noch nicht angeschaut haben. Hier waren einige dabei, die verdienen mehr als 100.000 im Monat. Ganz so, genau. Und die haben alle dasselbe erzählt, richtig? Und da war das Thema Durchhaltevermögen ganz vorne mit dabei. Ja, Disziplin, Durchhaltevermögen. Disziplin schlägt Talent. So einfach ist es. Du kannst noch so talentiert sein, wenn du nichts aus deinem Talent machst, dann wird es nicht funktionieren. Ist im Sport so, ist eben auch im Business so, ist überall so. Wenn du nichts draus machst, dann kannst du ganz gut kicken, aber du wirst es nicht irgendwie auf ein Bundesliga, Champions League oder gar irgendwie ein weltweites Niveau dann schaffen. Und so ist es hier auch. Wenn du durchhältst und so leicht und gleichzeitig so schwer durchhalten, steh doch mal eine Woche, steh doch mal einen Monat, jeden Tag um 5 Uhr auf.
Wenn du nicht der Typ dazu bist, wenn du normal bis um 8, 9 schläfst, easy angehen lässt, steh doch mal einen Monat lang, 30 Tage um 5 Uhr auf. Dann weißt du, was Disziplin bedeutet. Ja, absolut. Da geht's los. Ja, genau, da geht's halt los. Ja, aber hast du gut gerade aufgemacht, das ist halt natürlich, genau, das muss sich aufbauen. Ist jetzt nicht so, wir sitzen jetzt hier vor der Kamera, ja genau, 50.000 plus, geht schon im Monat, bla bla bla. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Ja, das haben ja auch schon viele Leute bei uns in den Folgen ja auch genauso bestätigt. Ist ja ein Prozess, das muss sich aufbauen. Ja, aber viele denken ja, gut, ich fange im Vertrieb an, ja, und ja, mache ich mal ein paar Monate und dann verdiene ich, dann verdiene ich mal 10.000 im Monat. Das ist ja so eine Schwelle bei vielen Menschen, einmal 10.000 im Monat zu verdienen. Das ist ein absolutes Ziel, war damals bei mir auch ein absolutes Ziel. Ja, und wo man das dann erreicht hat, gut, du weißt ja, wie es ist und wie ich auch so ein bisschen getrimmt bin. Ich bin ja jemand, der sehr, 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 sehr zielfixiert ist. So, absolut. Dann habe ich das nächste Ziel und das nächste Ziel und das nächste Ziel. Aber der Prozess erstmal dorthin, das dauert schon so ein Stück weit, weil du musst dir ja erstmal die Skills aneignen, um das überhaupt umzusetzen. Und dazu gehört, wie wir gerade gesagt haben, das Thema Durchhaltevermögen oder Disziplin. Genau. Ja, aber auch, was ich gerade gesagt habe, eine klare Zielsetzung. Dann habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge, überlege ich gerade nochmal, ich glaube, Chris war das, der hat gesagt, ich blende alles aus, absoluten Fokus, links, rechts, alles weg, scheißegal, ich mache das und das ziehe ich jetzt durch, Schone, bis ich das habe. Das fand ich auch krass. Ja, also wer die Folge noch nicht gesehen hat, schaut euch das mal an. Chris sitzt im Rollstuhl und das, was der da so erzählt hat, das war Wahnsinn. Und deswegen habe ich das mit aufgegriffen, weil ich das 1:1 so unterschreibe. Ja. Du brauchst einen Fokus auf das, was du machst. Ja, also definitiv. So wichtig, Konzentration, Fokus, wie du sagst, kein rechts, kein links, Tunnel, nennt ihr es, wie ihr es wollt. Du musst ja dein Ziel vor allem auch kennen, das ist ja der nächste Punkt. Wir hatten schon oft das Thema, dann auch Zielgruppe jetzt in der letzten Staffel gegen Ende. Ist ja das Gleiche, wenn du nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, an wen du verkaufst, dann wird es schwierig, wenn jeder ein Kunde ist, keiner ein Kunde. Und so ist es ja auch, wenn alles dein Ziel ist, ist nichts dein Ziel. Du brauchst im Idealfall finanzielle Ziele, private Ziele, also familiäre Ziele, ihr könnt es schon unterteilen in ganz, ganz viele Rubriken. Und das würde ich auch machen. Du bist da echt Vorbild im Bereich Zielplanung bei dem Ganzen. Du gehst ja so weit, allein Ziele zu haben, ist schon mal cool. Ziele schriftlich zu haben schon die wenigsten. Ja, 1% aller Menschen. Schriftliche Ziele, 1% aller Menschen, da geht's los. Und von dem 1% will ich nicht wissen, wie viele die aufschreiben, dann weglegen und 30 Jahre später mal feststellen, ach, ich habe mein Ziel aufgeschrieben. Hier ist so eine Schublade, genau. Die haben wir hier, das sind meine Ziele, das sind seine Schublade Ziele. Schublade rein, zack, alles wieder da. Zu. Praktisch, ne? Du schaust dir deine Ziele ja jeden Tag an. Nee, ne? Ich schaue mir die nicht nur an, ich schreibe mir die auch auf. Die jetzt Magie nicht, der Schriftlichkeit. Ja, aber erneut. Genau. Also für den Tag auch, ja. Also würde jetzt, glaube ich, wir haben, glaube ich, immer so eine Folge gemacht mit Zielen. Angerissen. Ja. Aber das soll jetzt nicht so die Rolle spielen, wobei auch wieder, weil das Thema Ziele ist halt nun mal elementar. Aber klar, ja, ich schreibe das jeden Tag auf, was will ich erreichen? So, und heute Morgen habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, ich will eine geile Staffel 4 mit Thorsten abreißen, mit brutalen Gästen, brutalen Input und mit einem brutalen Videografen. Grüße geht raus an Elvin hinter der Kamera. Ja, und dann rocken wir mal das Ding. Das war ein Ziel heute Morgen von mir, ja, das muss man ganz klar so sagen. Aber dazu gehört halt noch viel mehr. So. Also klar, Ziele gehört dazu, Fokus, Identifikation, das haben wir auch in anderen Folgen ja schon so ein Stück weit aufgegriffen. Es gibt eine Folge mit Zielen, vielleicht schaut ihr euch die nochmal an, weil da erklären wir auch ganz genau, was ein Ziel ist. Ein Ziel ist kein Traum, ein Ziel ist ein Traum mit Termin, wenn ihr so wollt, ne? Klar definiert, aber... Ja. Das in der anderen Folge. Aber das sind alles so Punkte, genauso sage ich, wenn du, jetzt greifen wir es mal wieder auf, 50.000 aufwärts im Monat verdienen willst, dann musst du brutal professionell sein. Du musst als Unternehmer deine Zahlen kennen. Zahlen beispielsweise, wieder, wir sind im Vertrieb, wie viele Leute muss ich ansprechen, um einen Abschluss, je nachdem in welcher Branche du aktiv bist, zu erzielen? Ja. Du musst deine Zahlen kennen, du musst deine Quote kennen, weil nur so kannst du ja, weil das ist ja das Geile im Vertrieb zum Beispiel, planbar. Dass du ja, genau, ist planbar. Ja absolut planbar und skalierbar, dass ich weiß, okay, wenn ich das runterbreche, wie viele Leute muss ich ansprechen, um 50.000 im Monat zu verdienen? Also, ich will jetzt nicht sagen, ist ja relativ einfach, nee, ist es nicht, aber ich meine so, die Zahlen aufzustellen, das ist einfach, das ist wenn ich meine Quote kenne. Du brauchst halt auch, und deswegen sage ich, wir haben wieder das Beispiel mit der Schweizer Uhr, wo einfach Zahnrad in Zahnrad greift bei dem Ganzen, was wirklich, wenn ein Zahnrad hängt, dann wird es irgendwann schwierig und das Uhrwerk geht kaputt ne, bei dem Ganzen. Also auch hier, es kommt, wenn ihr Ziele aufschreibt, seid ihr noch lange nicht da. Ne? Nein, ihr braucht Disziplin, ihr braucht die Ziele, der Wille. Ganz, ganz vorne, das Bulletproof Mindset, sage ich immer so, da haben wir auch eine Folge drüber gehabt, bitte zurückspulen.
das Mindset dahin zu wollen, sich nicht, weil der Teufel ist überall, da hast du Schwimmbad, schönes Wetter, da gehen Freunde was essen, da gehen sie was trinken, du hast 1000 Möglichkeiten jeden Tag zu versagen mit dem Ganzen, deinen Zielen nicht näher zu kommen. Du entscheidest das Ganze. Das Mindset dahinter, ja, unglaublich wichtig. Ja, definitiv. Und dann halt auch auf dem Weg dorthin, ja, ich nehme jetzt mal wieder so diese, klar, das Thema ist 50.000, aber ich sage jetzt mal so diese 10.000 Euro im Monat zu verdienen, so auf diesem Weg dorthin, auch teilweise, ne, wenn man dann mal so einen Monat hat, ich bin bei 8, 8,5, dann falle ich wieder runter auf 6, 5, ja, die Vertriebler, ne, die wissen, von was ich rede, wo man dann so, oh, scheiße, ist so weit weg, so, nein, du musst dranbleiben, ist ein Prozess. Das ist so. So, und dann gehören da Rückschläge ja dann wieder dazu. Aber dann gehst du wieder eins hoch. So, und dann bist du irgendwann bei der Schwelle. So, und dann setzt du dir ein neues Ziel. Ich sage ja auch immer so schön, jetzt nochmal auf Ziele zurückzukommen, wenn das Ziel jetzt erstmal 10.000 ist, so, dann ist schon krass, wenn ich mir beispielsweise meine Ziellisten aus den letzten Jahren angucke, wo ich dann so schaue, okay, was waren da so drauf? Ich erschrecke jedes Mal. Ja, wann ich diese Ziele dann auch so erreicht habe, wir sind jetzt beim Geldverdienen, ja, wenn es mal 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, so, und wo du dann sagst, so, Alter, was geht denn alles? Wahnsinn, das ist wie einige Gäste bei uns auch in den Folgen gesagt haben, so, du orientierst dich dann irgendwie daran, du kannst dir das gar nicht vorstellen in der jetzigen Situation, wo du vielleicht gerade bist, aber es funktioniert, weil andere machen es ja vor. Was dir unglaublich hilft, um 5, 10, 50, 100, was auch immer, K zu verdienen, ist ein Umfeld. Ja. In dem Rahmen. Richtig, wenn du mit, ohne Wertung, Hartz-IV-Empfängern rumhängst, dann wird es schwierig, weil die dich einfach auch von deinem Weg abbringen. Sagen, mach doch keinen Scheiß, komm, wir rauchen jetzt einen oder zwei oder wir trinken was oder wir machen. Die haben ja 1000 gute Gründe, es nicht zu tun. Ne? Du wirst eher behindert bei dem Weg. Wenn du 10.000 verdienen willst, dein Umfeld 50 schießt jeden Monat, dann bist du motiviert. Dann hast du, fuck, ist dann gehst so. Du hinterher mit ist dem Ganzen. Das ist so. Ich sag ja auch immer so schön, wenn du die hellste Kerze auf der Torte bist, dann musst du die Torte falsche wechseln. Torte. Ja, genau. Dann musst du die Torte wechseln. Es ist halt einfach nur mal so, Torte, dein Spitzname. Falsche Torte. Mal ein bisschen Spaß muss sein. Mein guter. Nein, 50.000. Nein, aber ist ja so. Ja? Und ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen. Das Thema Umfeld spielt eine große Rolle, weil wir reden ja von Skills hier. Wir wollen ja den Leuten Skills mit an die Hand geben. Und das ist definitiv ein Punkt, der eine Rolle spielt, Thema Umfeld. Ja, ja, vielleicht nicht der Skill könnte sein, das richtige Umfeld zu suchen. Ne? Ja, auch das kann ein Skill sein, dich im Netzwerk weiterzuentwickeln, langsam nach oben zu kommen. Und ihr werdet ja sehen, wir hatten das auch in der Folge schon mal angesprochen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ihr sowas knackt und dann wird das auch irgendwann wie selbstverständlich ja, sein. Das stimmt, also ich hatte ja die ersten zwei Jahre echt meine Sorgen. Das erste habe ich schon oft erzählt. Das erste Jahr war eine Katastrophe. Das war nicht 0 auf 0, das war Minus. Im zweiten Jahr war es wirklich dann. Und dann war dieser eine Monat, da hatte ich ein Incentive gewonnen nach Ibiza. Mein erster Incentive, auch der Ibiza. Einzige bis jetzt. Alle anderen habe ich dann abgelehnt immer. Aber das habe ich da mitgenommen. 3.000 im ersten Monat. Der nächste Monat waren fast schon automatisch 3.000. Das ist wirklich in dem Moment gelaufen. Du bist da drin im Flow. Ne? Dann darfst du halt nicht mehr rauskommen. Thema Disziplin wieder. Ne? Nicht satt werden. Stay hungry. Stay foolish. Ne? Was Steve Jobs schon gesagt hat, dieses Hunger haben, das hilft dir unglaublich dabei. Ja, ja. Also Umfeld, wichtiger Punkt. Umfeld auch ein wichtiger Punkt. Ja, also wir haben schon einige genannt, sage ich mal. So ich würde sogar sagen, so eigentlich die wichtigsten. Mit die wichtigsten. Ja, Durchhaltevermögen, klar, Disziplin hatten wir hatten Fokus, wir hatten Identifikation, wir hatten Zielsetzung, wir hatten Umfeld, ja, also da waren schon viele, viele Punkte dabei. Fällt dir noch auf Anhieb jetzt nochmal einer ein, wo du sagst, okay, der muss noch mit rein? Die wichtigsten sind, gerade wenn wir über Zielplanung, weil wenn ihr Zielplanung gemacht habt, habt ihr auch eure Zahlen im Kopf. Achso, ne? Kenne deine Zahlen, genau. Du hast auch deine Zahlen im Kopf, habe das bei Zielplanung mal gleichgesetzt. Die Quote. Wenn du weißt, du verdienst 1000 Euro an einem Kunden oder was auch immer ihr macht, und jeder Zehnte sagt, ja, sprech 10 Leute an, 1000 Euro verdient. Bis 10.000 Euro verdienen, sprech nicht 10 an, sprech 100 an. Ja. So einfach ist das Ganze. Ne? Und dann skaliert das Ganze. Ja, absolut. So. Nichtsdestotrotz, jeder muss natürlich wissen, was er will. Ja, deswegen, das war jetzt so eine Folge, wo wir gesagt haben, okay, pass auf, lass uns das mal anteasern, weil wir ja wissen, dass trotzdem das Thema Geld spielt ja eine große Rolle. Die Leute wollen Geld verdienen, ne? Die wollen nach oben skalieren, bla bla bla. Aber jeder muss wissen, was ihn anteasert, mit was er zufrieden ist, nichtsdestotrotz. Ja? Aber ich glaube, die Punkte, die wir so ein bisschen zusammengefasst haben, sind wichtige Punkte auf dem Weg genau dorthin. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Für mich die wichtigsten. Weil wenn du das richtig im Griff hast, dann kommst du da auch hin. Ne? Thema Disziplin verbinde ich Fleiß zum Beispiel mit. Ne? Es wird nichts geschenkt geben. Es gibt keine 10.000, es gibt keine 1.000 Euro geschenkt. Es gibt keine 10.000 geschenkt, keine 50, keine 100, keine 200. Dafür müsst ihr was machen. Und je mehr ihr tut,
je mehr Momentum baut ihr auf und je einfacher wird das Ganze auch. Absolut, ja. Ne? Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, okay, alles klar, finde ich ganz cool, habt vielleicht noch die ein oder andere Frage, gerne in die Kommentare reinschreiben, gerne und selber auch mal anschreiben. Also ich glaube, das haben wir viel zu selten gesagt. Also ja, ja. Liebend gerne. Wir verlinken uns auf Instagram. Ja, wir verlinken unser Profil. Wir verlinken uns auf Instagram. Nein, schreibt uns gerne an. Ja, okay, Thorsten, Flo, super. Ne? Die es noch nicht wissen, was wir dann halt auch alles überhaupt machen. Klar, Recruiting Mindset ist ein Thema, was wir machen, aber wir haben ja auch noch Firmen, die wir führen. Ja, dann gerne mal ansprechen. Ja, Flo, was machst du genau? Wie kann ich da vielleicht einsteigen, Thorsten? Wie kann ich bei deiner Firma mitmachen oder wie kann ich die Dienstleistung nutzen, etc. pp. Dann sehr, sehr gerne. Ja, also schreibt uns gerne an. Gut. Machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Die wichtigsten Skills haben wir. Also in diesem Sinne. Viel Spaß. Ciao.